Toxic Boy. Ja, ich glaube, das ist immer nur so phasenweise bei Chris. Oh, hallo, Mr. Patzig. Na, mal gucken, was kommt der. Bei Kaktum können sich ja die schönsten Krieger entwickeln, ne? Männer bekommen das auch? Was bekommen Männer? Sitzen ein Archer beim Schafsberg angegriffen, weil er mich beim Fleischsammeln gegrieft hat. Oh. Die guten alten Schafsberger. Yeah, ein Ring, Pock. Der dritte heute. Das ist nicht das, was ich will. Ich habe sogar ganz gut Kafras vorhin gemacht in einer Stunde. War ich bei 8 Kafras bei Kaktum. Richtig toxic werde ich, wenn ich Hunger habe und auf dem Meer bin. Dann werde ich richtig toxic. Seitdem gibt es die Gildenregel, dass ich nur noch auf See mit darf, wenn ich was gegessen habe vorher. Ja, jetzt nicht mehr. Früher war das noch ein bisschen anders. Wo noch eine Galeere Sinn gemacht hat. Ich kenne Schokolade im Haus. Schokolade habe ich aber nicht immer im Haus, ehrlich gesagt. Muss einfach sein. Schoki geht immer. Nee, finde ich nicht. Also Schoki geht dann nicht, wenn du einen komplett leeren Magen hast, finde ich. Dann geht auch kein Kuchen oder so. Sowas kann ich nur essen, wenn ich auch wirklich schon was im Magen hatte. Was Vernünftiges. Doch auch dann? Nee, kann ich nicht. Ich wundere, meine Pets sind draußen. Ich unterstütze sie nur ein bisschen, weil die echt sonst zu lahmarschig sind hier. Marmorkuchen mit Glasur. Ich habe vor ein paar Tagen richtig gern Apfelkuchen gemacht. Ja. Ja,
Jetzt hab ich Bock auf Kuchen. Ja. Na dann, ab in die Küche und backen ihn. Gib ihn. Gib mal was ab. Du warst doch von erst einkaufen gehen. Baumkuchen? Also, nee, nach Baumkuchen ist mir momentan nicht so, muss ich sagen, ja. Wieso bin ich komisch? Ich mag Baumkuchen, ich hätte jetzt nur keinen Bock drauf. Jetzt hört mir mehr so nach Käse-Sahne oder so. Ich bin doch nicht komisch. Entschuldigung, mich gelüstet ist gerade nicht nach Baumkuchen. So verzeihe er mir dieses. Käse-Sahne-Soße. Wie kommst du jetzt auf Käse-Sahne-Soße, wenn wir von Kuchen reden? Käse-Sahne-Soße. Lecker. Schwarzer der Kirschtorte habe ich ewig nicht mehr gegessen. Ich muss sagen, im Gegensatz zu früher schmeckt mir auch Donauwelle nicht mehr, ne? Yay, noch ein Ring. Leck mich doch am Arsch. Gib mir das Potteil, ey. Nicht Ringe. Ich will die Ringe nicht. Doch nicht so schwer, einfach Portal droppen. Anders kein Problem. Die kann 12 verkaufen. Ja, ich weiß. 13 Mülle sind die gerade wert. Ich weiß. Naja, sonst waren die halt 1 Mille wert, jetzt 13, ne? Pack die momentan erstmal nur in Dings Marktplatz, die Ringe, die ich droppe. Ach, siehst du, ich hätte mal noch meine Kartoffel auf dem Feld auch noch gucken können. Fällt mir gerade ein. Ich hoffe, ihr habt die alle angepflanzt. Hat denn schon mal jemand von euch einen Maulwurf gesehen auf seinen Feldern? Nicht.
Ach, schon 20. Ja, jetzt wahrscheinlich daran, wo auch dein Feld ist, ne? Bei meiner steht in Heide. Also zwei Ringe haben wir schon mal in 15 Minuten bekommen. Das ist ja schon mal was. Gucken, wie es weitergeht, ey. Ich müsste auch bald schon wieder genug Drachenschwimmen haben, dass ich die einmal verkaufen kann, ey. Brauche ich ja eh für nichts, ey. Oder holt sich jemand von euch die 4 Stacks davon? Nee, wa? Aber die kriegt man echt gut verkauft. Tatsächlich. Triffst mich nicht da oben, Edge Badge. Trutan. Ah, da. Da ist ja der Trutan. Trutan, ey, dass der Trutan bei sich hatte, wurde gefunden. Oh, ich hab schon wieder zwei. Nee, gar nicht. Warte mal, ein Trutan-Ei und das ist der Trutan. Easy peasy. Den du gestern noch in Discord gepostet hattest, hier, der Meme. Ach so, okay. Das war ein FSK 18 Meme. Ach, nun bin ich noch keine 18, Entschuldigung. Dann ist das wohl noch nicht für meine Augen bestimmt gewesen. Das kann ich verstehen. Danke für deine Rücksichtnahme. Ich weiß gar nicht, ich überlege gerade, ob wir da irgendjemanden drunter haben, der unter 18 ist. Ich glaube, da ist gar keiner drunter unter 18. Wie auf meine Verantwortung, wie schlimm ist es denn? Oh, Afuaro. Heute habe ich es aber mit meinen Afuaros, ne? Sag mal,
Kann der Afuaro eigentlich auch ein Portal droppen? Weiß das jemand? Die Frage kam nämlich vorhin auch schon mal auf. Also, auf Stream. Ja, die Henker weiß ich ja. Aber der Afuaro. Die Henker weiß ich ja. Die Frage ist aber, ob der das auch droppen kann. Weil der droppt ja, oder Lita droppt ja auch die Rare Drops. Die Blätter und so, weißt du? Deswegen die Frage. Ich weiß es nämlich auch nicht. Zum Discord. Ich guck mal jetzt lieber nicht nach, ja? Oder sollte ich lieber nachgucken? Weißt du nicht. Trau mich nicht. Sascha, soll ich lieber nachgucken oder nicht? Ja, später machen. Ja, wenn es da zu spät ist, ne? Ich werde lachen. Okay. Könnte mein Humor sein. Ayo. Okay. Na, dann gucke ich da später rein. Könnte mein Humor sein. Könnte, muss aber nicht. Wird's bestimmt. Ach, Kaktum, du toller, toller Spot. Ich mag den Spot eigentlich, ne? Aber... Es ist so frustrierend, wenn ich in den ersten 5 Minuten das Pothead drop. Was? Die kennt, was? Die kann auch einen Arm nehmen. Okay. Okay. Rutan. Ach, hier hinter mir. Lul, hab ich gar nicht gesehen. Na gut, gibt's ein paar Crones nebenbei. Wenn schon kein Portal war. Ich muss auf jeden Fall gleich mal auspacken beim Pferd.
Kennst du ja, das ist voll dein Ding, war. Die Mucke. Bin mal gespannt, ey. Nächste Woche bin ich bestimmt schon bei 10% mit den XP. Easy peasy auf 66 nebenbei. Richtige Musik zum Grinden. Kommt immer drauf an, ey. Mal so, mal so. Mit der LAN, wenn ich mit der LAN grind gehe, höre ich halt ein bisschen Jazz, muss ich sagen. Macht übel Spaß da mit der LAN, wenn ich mit der grind gehe. Bin ich ganz klar. Mein LAN auf 64. Mein LAN muss ich aber noch 62, ey. Ach fuck, jetzt habe ich schon wieder den Manni-Stein vergessen. Oh, ich habe den schon dreimal vergessen, ne? Müssen ja Manni-Stein machen. Den Zweier. Für den Fistik. Viel zu vergesslich, man. Death Metal? Oha. Nee, das, das ist nicht so meins. Was für Manni-Stein? Wenn du, lass mich mal ganz schnell gucken. Ja. Manni-Stein kannst du abgeben für die verschiedenen Spots hier und dann kriegst du einen 40er Fistex. Ja, Chira, Shirikan, Kaktum. Mal ganz kurz zum Pferd. Manni-Stein, weißt du, mit dem Level auch richtig Omega. Sieht auf jeden Fall nice aus, wenn ich ihn mal nicht stein und mir rumschleppe. Leute denken dann noch, ich bin völlig bescheuert, ey. Out of control. Typisch Luga, WTF. Warum sagst du nur sowas? Der wird 96. Ja, klar. Ey, Kaktum, natürlich. Verstehe die Frage gar nicht. Der beste XP-Spot, Kappa? Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch Prozente bekommen würde mit einem Manni-Stein. Ich glaube, da wird gar nichts mehr rumkommen, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich nicht mal 0,001, könnte ich mir vorstellen. Weiß nicht. Hab's noch nicht ausprobiert bisher. Chira? Nee, Chira kann ich momentan nicht sehen. Kackspot, habe ich schon so viele Stunden reingesteckt. Wie viele Jahre hast du schon? Poggi.
Hast du Profit Enhancing gemacht oder was hast du gemacht? Milliarden pro Monat willst du machen? Wie willst du das denn anstellen? Mit Kisten oder was? Das schafft man doch gar nicht. Profifußball. Yikes. 70 Milliarden im Monat. Juch. Also nur in Trash gesehen mache ich alle 2 Tage 1 Milliarde. Nur Trash jetzt ohne Rare Drops, ne? Oder ohne Riftbosse. Was zum Teufel? 70 Milliarden. Aber jetzt mal ernsthaft, das ist doch gar nicht möglich, oder? Oder wäre das möglich? Okay. Reichen Händler. Ring des reichen Händlers? Bei dir weiß ich immer nicht, was ernst gemeint ist und was nicht, ey. Komm schon, Portal, drop einfach für mich und dann bin ich Kakton auch erstmal los. Fände ich schon nice. Kann das Spot abgehakt werden. Aber ich glaube, so viel Glück habe ich nicht, ja. Was? Wieso? Du hast doch schon ein fertiges. Dein HP-Pot ist schon fertig. Dieses Jahr noch kompletter Pot. Kommt drauf an, ob ich lucky bin jetzt bei dem Drop-Event, ne? Kommt so ein bisschen drauf an, ja.